mag es, wenn an Ihnen liegen, ob sich das steigert. Mir kommt das alles so überraschend. Nutzen Sie Ihre Chance, hatten Sie die Augen offen. Die Kumpel von Beate hatten die Nase voll. Und als sie ausfahren wollten, blieb der Förderkorb stehen. Anderthalb Stunden im Zug ihren Schacht. Das ist ja Freiheitsberaubung. Ein Solidaritätsstreik kann nicht sanktioniert werden. Sie sind sich mal wieder nicht einig. Meinen Sie, mir geht das da draußen nicht an die Nieren. Aber was hilft's? Das erste Erfordernis ist Ruhe und Ordnung. Das Knie auf die Brust und den Daumen aufs Auge. Es wird höchste Zeit. Es wird höchste Zeit. Generalstreik bis zum endgültigen Sturz der Kampfregierung. Wir sind nicht gekommen, um zu verhandeln, sondern der Bürgermeister eine Mitteilung zu machen. Unsere Leute sind friedlich, aber auf das Äußerste gereizt. Wenn wir eine Armee aufstellen, Rote Armee. Dann scheint das wohl nicht so geklappt zu haben mit der Liebe zur Arbeiterklasse. Zur Arbeit geboren, die Meere verschworen, wir fürchten nicht Kämpfe noch Krieg. Voran an Geschütze und Gewehre, auf Schiffen, in Fabriken und im Schacht. Tragt über den